Ich schwöre bei Gott, ich habe das auch gehört. Nimm mal das Messer gesehen. Falls ich was. Hast du gehört? Das war das, Bruder. Nein, nein, das war da hinten. Lass wieder hinsetzen. Wenn die Geräusche näher kommen, dann müssen wir handeln, Bruder. Aber es war schon sehr, also war schon ein bisschen weiter weg. Aber wenn die Geräusche näher kommen, dann müssen wir handeln. Bruder, wir haben schon 2 Uhr nachts. Später, Bruder. Wir legen uns ins Schlafen, Bruder. Ganz entspannt. Und morgen neuer Tag. Inshallah. Okay, ich reiche das Mikrofon einmal weiter. Von meiner Seite aus erstmal einen schönen Abend. Wir machen uns jetzt Bett fertig. Einmal Gesicht waschen, Cousin, frische Klamotten anziehen. Das Zelt einmal komplett fertig machen von innen. Und dann Feierabend, Cousin. Hinlegen, schlafen und morgen neuer Tag, neues Glück, wie gesagt. Wir sehen uns morgen früh, Cousin. Grüß dich gern, gute Nacht. Al-Ghazi. Ja. Bruder, habt ihr es wieder, eben gerade wieder gehört? Was macht ihr da? Ich hab das von hier gehört, Bruder, ja. Wo seid ihr? Ich seh euch nicht. Mach mal deinen Taschenlampe richtig auf mich, ich seh meinen Weg nicht, Bruder. Ha? Was macht ihr hier? Ohrle. Bruder, wir haben erst. Ich schwöre, wir haben was gehört. Wir haben erst von da gehört, Cousin. Und dann von da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so leuchtende Augen waren. Aber es kam direkt von da, Cousin. Ja. Warte, warte. Da. Hast du gehört? Da war ein Cousin. Bruder. Aber willst du jetzt Krieg im Wald machen, Cousin? Gegen Tiere? Das ist deren Territorium, aber, Bruder. Weißt du, was ich abfuck? Die kommen nicht von einer Seite, entweder von da, dann hörst du das von da, dann hörst du das wieder von da. Bruder, soll ich dir was sagen? Ha? Wir sind hier in deren Territorium, Cousin. Das ist deren Zuhause. Wenn die bei dir zu Hause sind, kannst du denen eine Axt in den Kopf schlagen. Wir sind jetzt bei denen zu Hause. Wir stören die gerade, Cousin. Nicht andersrum. Ich kann das nicht gewährleisten, Cousin. Wenn irgendwas passiert, wenn hier irgendwas passiert, Cousin, ich kann das nicht gewährleisten. Ich bin verantwortlich für euch. Also erstmal danke, dass ihr gekommen seid, Bruder. Aber das ist ein Film, den mache ich nicht, Cousin. Pass auf, dann sind die da. Dann sind die da wieder, Cousin. Wo ich aber drin schlafen wollte, die waren einmal hier, auch hier hinten einmal. Ich schwöre bei Gott, als du gerade mit Reus da drin warst. Geräusch kam von da hinten, ne? Geräusch kam von da hinten. Wie sind wir noch reingegangen? Das sind wir noch da hingelaufen. Bruder, wir sagen müssen, wenn wir jetzt weiter warten, nein, haben wir gar keine Zeit mehr. Komm, pack eure Sachen, Bruder. Und Salam alaikum. Weißt du, was das Ding ist, Bruder? Ja. Wir haben diese Garnelen, die wir gemacht haben, wir haben die nicht alle gegessen. Bruder, wir haben die hier um unser Zaun ein, zwei weggeschmissen. Oder sind runtergefallen vom Brot. Meinst du, das zieht die an? Die hören das und die riechen das, gesehen? Garnelen? Weiß man ja nicht. Das ist Braten und so, das ist doch ein Geruch von Essen, gesehen. Ich weiß nicht, Cousin. Was ich weiß, ich werde diese Nacht hier nicht verbringen. Das weiß ich, weil wenn irgendwas passiert, ich bin der gearschte Cousin. Ich schwöre vom Wald. Ja, ja. Hat einer von der Taschenlampe? Ja. Okay. Hier, das Licht hier. Sollen wir jetzt echt abhauen, Alter? Natürlich, Cousin. Komm, lass mal die Schüsse. Oh, das sind Wildschweine. Wir haben eine Axt. Wir haben Messer. Ey, wo ist die Axt? Die ist da liegen geblieben. Ja, schön. Oder wenn was kommt, was dann? Ich hab mein Messer reingestechen sein Bauch. Das heißt einfach schlafen gehen, Bruder. Cousin, lass mal die Schüsse erstmal. Bruder, guck mal, ich sag dir was. Ha? Wenn du mir jetzt sagst, wir bleiben 24 Stunden wach, Cousin, und dass wir im Falle eines Films Krieg machen und die wegstechen, Cousin, da bin ich dabei. Aber wenn du sagst, dass wir jetzt ins Bett gehen und schlafen, Cousin, und dann werde ich auf überrascht im Boxershort von irgendwelchen Schweinegeräuschen, Digga, da habe ich keinen Bock drauf. Bruder, wir sind jetzt 40 Minuten aus dem Wald raus. Jetzt gehen wir 40 Minuten in den Wald wieder rein, ja, und hoffen, dass wir einen Schlüssel finden, Bruder, ja. In Dunkelheit. Wenn wir schon 40 Minuten wieder reingehen, dann lass uns hinlegen, schlafen. Morgen früh suchen wir einen Schlüssel, Bruder. Und alles, was in der Zwischenzeit passiert, ist Nasib, Bruder. Ja, Allah, wir schlafen im Wald. Ja, wolltest du das hören? Nee, geht nicht, Cousin. Was soll ich dir sagen? Und was ist, wenn du dieses Wildschwein mit dem Messer angreifst und das Wildschwein denkt sich, scheiß drauf, ich zieh durch? Bleib, Cousin, wir sind... Bleib, wir kämpfen gegen Löwen, Yatim. Was war mit, wir gehen nackt rein und kommen mit Bärenfell wieder raus? Jetzt haben wir einmal Geräusche gehört von dem Wildschwein, Bruder, und wir machen die Biege. Ey, Bruder, halt mal diese Licht bitte, nicht in mein Auge nach vorne, Bruder. Da ist irgendwas, guck mal rechts, was ist das? Das ist ein Baumstamm hier, ein Baum, Mann. Ganz rechts, Bruder. Ja, du willst hier schlafen, wa? Dann rutsch doch mal, ich bin jetzt in der Mitte zwischen. Ich bin hier rechts, hier. Ja, ich bin hier links, rechts. Das ist nur eins weiter, oder? Nee, das war hier. Oh, überall Biester. Ich ficke diesen Wald, der kann hier.
Wo? Hey. Ja. Wenn wir uns hier verlaufen, Bruder, sind wir am Arsch. Ja. Bruder, wer sagt dir auch, laufen nachts um 3, 4 Uhr morgens durch den Wald? Durch den Wald wie ein. Guck mal, Bruder, wir sind komplett falsch, Bruder. Laufen wir hier wieder raus, Bruder. Da hinten. Ja, Bruder, falsch, Bruder. Geh geradeaus. Lauf, Bruder, raus. Lauf. Geradeaus. Hier lang, komm. Hier links, Bruder, links lang. Bruder, komm mit dem Licht bisschen nach vorne, ja, ich seh nix, Walla. Lauf am Jan, der kommt vom Berge, der weiß nicht. Der ist drin mit Ziegen über den Berg gelaufen. Ja, der ist so gut, am Jan. Gehst du? Ich kann sie nicht verantworten, so. Bruder, was soll ich deinem Bruder sagen, wenn dir was passiert? Raus, alle raus. Was soll ich deinem Bruder sagen, wenn dir was passiert? Ich hab mit Wildschweine gekämpft. Allah yahmu. Oder Allah yahmu, eins von okay. Beiden. Das Problem ist, wir sehen unser eigenes Zelt gerade nicht mehr, Alter. Aber da vorne, geradeaus. Siehst du das? Ja, ja. Was geht ab, Kusi Gang? Ich bin jetzt im Auto. Ich muss schon wieder zurückfahren. Ich habe auch schon von vornherein gesagt, dass ich leider nur einen Tag bleiben kann. Ich habe gerade ein bisschen versucht, den Gazi aufzuwecken. Die schlafen alle noch tief. Die ganze Nacht hat es böse geregnet. Die Geräusche, was sie gehört haben, davor war sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Mein Rücken tut mir weh. Komplett. Der Boden war richtig ungemütlich. Aber ja, das war's von mir. Ich hoffe, dass die Jungs einen Tag noch auf jeden Fall noch aushalten dort, weil es war echt sehr, sehr schlimm die ganze Nacht. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Guten Morgen. So eine ekelhafte Nacht. Mein ganzer Rücken tut weh. Meine Beine tun weh. Meine Schultern tun weh. Das Zelt ist nass. Die Klamotten sind nass. Dann diese Geräusche, die wir nachts gehört haben, waren einfach ekelhaft. Amja musste uns dann auch verlassen. Ganz komisch. Jetzt war ich ganze Zeit auf der Suche schon nach irgendetwas Essbaren. Aber mehr als diese ganzen Nacktschnecken finde ich hier nicht auf dem Boden. Nicht mal als Beeren, Herr Salami, nicht mal als Beeren finde ich hier. Also, essbare Beeren, nicht mal als das. Die Shabab schlafen noch, ich mache die Shabab eben kurz wach. Und dann gucken, was der Tag so bringt. Zeit! Bitte sag mir, wir sind nicht im Wald, Cousin, ja, bitte. Sabah al-Khair. Wie habt ihr geschlafen? Scheiß, Cousin. Ja, wie in einem Himmelbett, Cousin. Wir waren geschlafen. Ich hab Steine im Rücken. Ich bin nicht mal in diese Ding reingegangen, Bruder. Ich hab nicht mal meine Schuhe ausgezogen, Cousin. Ja, habt ihr gemerkt, dass das Zelt in der Nacht irgendwie ein bisschen nasser wurde? Hast du gemerkt, dass ich alle 5 Minuten rausgegangen bin, weil ich irgendwelche Wildschweingeräusche gehört habe, Cousin? Lass mal schnell gehen. Ey, Bruder, ganz kurz. Warte. Wohin? Ich bin motiviert. Wohin? Ey, Bruder, auf Ernst jetzt. Keiner bleibt noch einen Tag hier, oder? Warte erst mal. Sag mal ehrlich jetzt, Bruder. Ich war auf der Suche nach etwas Essbarem. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ich mache noch eine Runde. Ich habe gesagt, lass mich doch die Würstchen mitnehmen. Du wolltest nicht. Wir hätten jetzt Würstchen gegessen, Dickste. Warte, guck, das Zeit macht, warte. Guten Morgen! Cousin, ich bin gefickt. Machst du das nochmal, Cousin? Bruder, auf keinen Fall bleib ich noch einen Tag hier. Auf gar keinen Fall, Cousin. Ich schwöre, du bist der erste Mensch, der aufsteht und Gold trägt. Bruder, ich kann mal auf, Alter. Halbi, da ist die Kanake im Wald mit Schmuck. Bruder, guck mal, zieh den rein. Sieht man den? Oh, der ist mies, Bruder. Guck mal, Bruder, und die habe ich überall am ganzen Körper, Bruder. Am ganzen Körper. Ja, hat der Insektenspray nichts gebracht? Ich hab gar nicht gesprüht. Warum haben wir das nicht gesprüht? Cousin, er hat gesagt, ich krieg keine Kippe. Auch wenn ich gebe. Okay, ey, pass auf, ich suche noch etwas Essbaren. Guck mal, was wir zaubern können, Bruder. Wir müssen das maximal raus aus diesem Wald. Lass mal abbauen. Wer hat eigentlich diese Idee gehabt mit Schneckensuppe? Cousin, wie kannst du denn Bruder. Werd erstmal wach. Bruder, ich sag dir, was wir jetzt machen. Warte erstmal, setz euch erstmal hin, Bruder, chillt ein bisschen. Ich guck, ob ich was finde. Guck jetzt, ich sag dir, wir hauen jetzt ab. Wir bauen erstmal ab. Dann hauen wir ab. Dann gehen wir einen Kaffee trinken und dann gehen wir frühstücken, wie Männer. Ja, wir gucken erstmal. Also ich bin auch dafür. Das heißt, wir sind in der Überzahl, Cousin. Und hier herrscht eine Demokratie und keine Diktatur. Richtig. Ich muss echt sagen. In dieser Wälder was zu finden, was man essen kann, ist echt schwierig.
Aber guck mal, was da liegt. Krass, einfach ein Snickers. Ein Snickers. Was finden wir noch? Ich habe den Jungs den ganzen Tag gesagt, steht auf, steht auf, steht auf, lass uns was zu essen suchen. Aber die wollen nicht. Guck mal hier. Mashallah, ein Kinder Bueno. Haben wir noch was? Ah, passt doch. Ein Knoppers zum Frühstück noch vor 12. Ah, perfekt. So, jetzt machen wir erstmal eine Essenspause. Ich bin echt an meine Grenzen gestoßen. Auch dass wir viele Sachen nicht mitgenommen haben. Ist echt krass. Wir haben jetzt circa so 14 Uhr. Wir haben immer noch nichts gegessen. Und auch, dass wir die ganze Zeit nicht rauchen durften. Ist auch so eine Sache, die echt anstrengend ist. Ja. Die Jungs haben mich die ganze Zeit gefragt. Ich habe nein, nein, nein gesagt, weil es ist nicht okay. Es ist nicht okay, dass die rauchen, wisst ihr? Sagst du die Wahrheit? Ich schwöre bei Gott, ich sag die Wahrheit. Wie viele Zigaretten hast du geraucht? Ungefähr. Weiß ich nicht. Es waren nicht viele, weil wenn das viele, hätte ich mich daran erinnern können. Und das ist auch nicht, ich finde das auch überhaupt nicht okay, dass die hungern. Aber ich sag mal so, nur der sucht, der wird fündig hier im Wald, in Deutschland. Die Wälder in Deutschland sind so gesegnet. Der eine Bauer gibt dir Kaffee. Der andere Baum schenkt dir ein Snickers. Hey Cousins, warum habt ihr Lagerfeuer nicht gemacht? Lagerfeuer gemacht, Cousin? Ja. Was willst du denn auf diesem Lagerfeuer grillen? Ballistus? Hä? Ja. Buenos? Was? Knoppers? Was? Ganz kurz, Cousin. Hä? Gestern waren wir schon unterwegs, als wir Feuerholz gesucht haben. Ja. Wir gucken in unmittelbarer Nähe von unserem Zelt liegen Süßigkeiten, Papier. Ballisto, Bueno. Wir haben so ein sauberes Herz gesehen, wir dachten, das waren irgendwelche Leute, die hier spazieren gegangen sind mit ihren Hunden und so. Aber gestern sehe ich, gestern sehe ich, hier sogar vor unserem Zelt, Cousin, Eiskaffeedosen, Papier von Schokolade. Ja, kann doch sein, dass es hier gelegen hat. Ja, ja, bestimmt. Und jetzt willst du Lagerfeuer machen? Wir machen Lagerfeuer, Cousin. Wir finden was Essbares, Bruder, dann machen wir nichts. Hey, mach einfach, was du machen musst. Ich muss sagen, wenn die nicht suchen, finden die nichts. Die werden nichts finden, wenn die nicht suchen. Heute Morgen unterwegs habe ich einen Snickers gefunden. Ein Knoppers gefunden. Ein Kinder Bueno gefunden. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Jungs sich nicht ans Zeug legen oder ins Zeug legen, dann wird das nichts. Ich glaube, da hinten war noch eine Chipstüte. Da muss ich gleich hin. Normal, dass so viele Wildschweine hier rumlaufen. Cousin, hör doch auf, Bruder. Wir machen doch eine Nacht noch hier, Cousin. Ich ficke diese Wald, Cousin. Cousin, Reis? Dann warte, entspann dich doch mal kurz, Cousin. Bruder, wir haben 3 Stunden gebraucht, um das Set aufzubauen, Bruder. Was machst du denn da? Guck mal, 3 Stunden, um aufzubauen und 1 Minute, um niederzureißen, Cousin. Cousin, hör doch auf, Flo. Na, das hast du jetzt nicht gemacht. Komm, nimm mit. Hä? Sag doch was. Er hat doch meine Seite gesehen. Er hat gesehen, was für Schokolade hier rumliegt. Da ist noch einer, Cousin, da. Wo? Das Zelt muss runter, Cousin. Komm, Cousin, komm. Komm mit. Hä? Zeig mal. Aber wo schlafen wir heute? Im Hotel, Cousin. Auf deine Kosten. Aber ich bin da gute Dinge. Zeit und Reis machen das schon. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich muss echt sagen, die Leute, die sich sowas vornehmen, irgendwie
in der Wildnis zu überleben, das ist schon, das grenzt schon echt. Das ist schon krank. Meine Beine tun weh, meine Schultern, mein Rücken, ich habe nicht schlafen können die Nacht. Dann der Regen, die Wildschweine. Mal kommt das Geräusch vom Norden, mal vom Osten, mal vom Westen. Ich habe das Gefühl gehabt, die kreisen die ganze Zeit um unser Zelt herum. Da ist es nachts wach geworden, ist immer wieder vor die Tür gegangen, also vor dem Zelt, hat geschaut. Schon krass. Er hat uns nicht mal, obwohl Vapes auf Abstimmung, ja, wann haben wir nicht mal Vapes mitgenommen? Er hat getan, als ob wir die vergessen. Ja, Bruder, ich stell mich jetzt da, als wäre ich was Arschloch, Mann. Ja, warst du? Ich hab mich noch um euch gekümmert. Guck mal, ich sag dir, ich will... Ich hab Schlafsäcke gekauft. Guck, hör zu, Cousin. Hör zu. Hotel will ich. Ja. Nicht in Essen, hier gibt's keine schönen Hotels. Ich will nach Köln ins Hyatt. Dann will ich jetzt, dass du uns in ein dicke Café bringst, um Kaffee zu trinken. Plus unglaubliche Frühstück. Und kein Cent geht aus dieser Tasche. Und kein Cent aus dieser Tasche. Jeder Cent kommt aus... dieser Tasche. Diese Tasche. Ja, auf keinen Fall mit euch. Hier, das war doch sogar mit deinem Messer. Bitteschön. Das geht raus an Amjas, Haid und Rais, während ihr gehungert habt. Wirklich, ihr habt die Sache ernst genommen. Hat sich euer Bruder hier gut gehen lassen? Hinter jedem dritten Baum versteckt sich ein Ballisto. Ihr hättet nur suchen müssen. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Vlog. Ich küsse eure Augen. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal von meinem Bruder Said. Supportet die Musik von unserem Bruder Rais. Und das war definitiv nicht der letzte Vlog. Ich küsse eure Augen. Bleibt stabil. Salamu alaikum. Mein Name ist Ghazi47.